Hallöchen Leute, ich bin Piermark und herzlich willkommen zurück zu Killzone 2. Ja, wir sind gerade im Endkampf, habe ich so das Gefühl. Und deshalb gucken wir einfach mal. Ach, dann schauen wir noch ein paar Informationen. Die Pyrrhus-Stadt zum Beispiel. Pyrrhus war die erste Stadt auf Helgaon und ist die spirituelle und politische Hauptstadt. Hier stehen der Palast, die Akademie und die Tarsis-Raffinerie. Na super, alles dort versammelt. So, wir fragen mich, ob es da Checkpoints gibt. So eine Art beim Endkampf, oder man da alles auf einmal machen muss. Jo, das wird heftig. Ich meine, heller ist oder schwarz wäre das halt geschissen dann jetzt bei der Aufnahme. Ja, ich hoffe, das passt. Sag Katholik Palast, auf Helgaon General Schöne Gedulde, der wird der Palast des Herrschers, auch der Sitz der Helgaon. Ich weiß nicht, ob das alles ist. So. Naja, eine Ahnung. Ah, okay. Also gab es einen Checkpoint, okay, passt. Gut zu wissen. So, zweite Etage, da bin ich ja jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob das was mir bringt. Da ist auf jeden Fall eine Wand. Falsche Taste. So. So, der Kollege ist jetzt auch da. Okay, super. Da kann ich gar nicht weiter rüber, aber. Ah, ich weiß nicht was, aber. Dann was rausfinden. Was das für uns bedeutet. Und auf jeden Fall ziemlich viele Gegner. Hallo? So. Na? So. Aber nachladen, ja, von so einem Glück in der Mitte, die darauf kommen. Werbert, I guess. Das ändert nichts. Ja, das sind fast alle weg, was hat der? Na, was bringt man das? Ja, da kommen aber wieder mehr von den. Also Treppe, okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich machen soll hier. Also, was ist jetzt? Ist er noch da? Keine Ahnung. Okay. Ah, so, und jetzt? Okay. Bist du da irgendwo?
War so dort, okay. Okay, dann. Wow. Kann auch nun recht keiner raushelfen. Nee, nee, ich langweile mich überhaupt nicht. Mann, Leute, ich glaube, ich höre auf. Einfach, ist einfach so dumm. Sollen wir jetzt unendlich Gegner hier machen? Statt immer wieder von hier, was so beschissen, dass das Gebiet der Scheiße ist. Ja, das ist halt nicht. Ja, und was habe ich jetzt für einen Überblick? Überhaupt keinen, Alter. Was ist das? Was für ein beschissener Tipp sein, was darf ich denn? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich da machen? Da kann ich ja nichts machen. Soll ich denn da irgendwo? Komische Blitzgeräusche gemacht, aber... Ich hab ihn getroffen. Boah, mir ist langweilig, Alter. Das ist das Fadeste, was ich jemals gemacht habe. Wow, Alter, was ist das für eine Scheiße? Ja, und jetzt kommen noch 15. Wow, sehr spannend. Wow. Was ist, Alter? Dann treffe ich ihn doch wenigstens, wenn ich ihn schon treffe, Alter. Was ist das? Alter, mal, du Drecksau, du Geschissen, Alter.
Toll, nett. Gute Arbeit, Sam! Das bedeutet mir auch viel jetzt. Ganz ruhig, Sergeant. Zielen! Konzentrieren Sie sich aufs Ziel! Halten Sie doch auf, Sergeant! So! Kein Problem! Das geht. Ja, hoffen, warum muss ich jetzt machen? Ja, es gibt, was zum Fick hat er das? Auf 100 Leute, geil, sind immer besser. Schick doch einfach, ja. Du wirst meine Kriegstruppe! Helf mir hoch! Auch Muni. Cool. Kein Problem, das Spiel ist super. Nein, nicht PC, das gibt's noch auf PS3. Killzone 2 ist das. Ich weiß nicht, warum ich spiele, aber ja, jetzt bin ich kurz verwendet, spiele es auch noch fertig. Ich hab's zwar offen, aber kein Problem. Okay, dann lad halt von mir. Okay, ich hab's zwar wieder drauf, aber kein Problem. Baller das Ding mal ab, vielleicht hilft's ja, oder auch nicht? Nein. Hat er wirklich geholfen? Das Ideal, dem ich diene, ist größer als für alle. Nee, ist klar. Achso, da ist eine Granate. So, wo sind da jetzt welche? Ups.
Das zu mir einfach näher ran. Ist da ein bisschen noch jemand? Ja, das ist ja. So, muss ja schon, ne? Ja, Speed. Sie scheinen das persönlich zu nehmen. Es wird mir ein Vergnügen sein. Hi. Okay, fangen wir an der Waffe. Oder nicht? Ein notwendiger Eingriff. Ja. Ja, was? Wie sitzt da? Mann gegen Mann ist schöner, oder? Euer Tod ist nur der Anfang. Können wir mal eine andere Waffe holen? Achso. Oh, das war. Die Wahl von des Kampfes. Töten oder getötet werden. Und ich bin der Schlag. Mann gegen Mann ist schöner, oder? Ja, ist wunderschön. Das ist ja schon mal Zeit. Mal sagen, mit dem anderen View macht er auch hin. Aha. Schlechte Taktik, Victana. Aha. Auf der Jagd, die Tötung. Ist aber doch spannend gerade, muss ich sagen. Ein notwendiger Angriff. Was bist du? Lagt ihr da drin mit dem? Willst du mich verarschen? Was warst du da für eine Winz-Scheiße? Naja, ich bin jetzt anders gewohnt von dem Schachspiel. So, ist uns noch was? Ihr meint, ihr könnt gewinnen. Ihr habt schon verloren. Ich kann nicht.
Du spuckst auch deine Waffe. Dass wir dieses Arschloch für Jen umgelegt haben, war schon mal ein guter Anfang. Es wird Zeit, dass wir es zu Ende bringen. Wo ist Visari? Dieses cool. Arschloch werde ich selbst erledigen. Sorry, es geht mir vor, aber... Weißt du nicht, wie wir jetzt hierher gekommen sind, aber... Vorher nicht. Vorher sind wir noch nicht weitergekommen. Selbstmord aus. Gut, weniger Arbeit für mich. Oder dieser kranke Reddick hat sie zum Spaß umgelegt. Egal, sie haben es nicht anders verdient. Schnappen wir uns ihren Chef. Cool. Visari. Scola Visari. Scola Visari, ich nehme Sie gemäß Artikel 27 in Haft. Und wer sind Sie? Soldat! Sevchenko, Sergeant, First Class. Sie schicken einen Sergeant, um Visari zu holen? Haben eure Kommandanten wirklich so große Angst? Der Krieg ist vorbei. Sie haben verloren. Wirklich? Und wer hat gewonnen? Etwa die Feiglinge, für die Sie und Ihre Kameraden hier sterben? Die Hellgast haben nichts verloren. Wir kämpfen für unser Leben. Wir tragen unsere Wunden wie Orden. Helgan gehört uns und wir sterben lieber, als es Plünderern zu überlassen. Aus diesem Grund wollen Ihre Anführer keinen Märtyrer aus mir machen. Ihre Flotte verbrannt, Ihre Freunde tot. Und Sie sind ein Held, weil Sie mich gerettet haben? Klingt das für Sie nach einem Sieg, Sergeant Sevchenko? Du mieses Schwein. Gute Männer sind gefallen. Dafür werden Sie im Knast verrotten. Für all das werden Sie bezahlen. Dafür, dass ich meinem Volk Stolz und Würde zurückgegeben habe? Wir haben diese Nation aus dem Nichts erbaut. Ohne mich wird Helgan wieder ins Chaos stürzen. Die ISA-Kriegsmaschinerie ist gegen den Willen meines Volkes machtlos. Auch wenn wir alle sterben, wir ergeben uns niemals. Dann werden Sie mich um Hilfe anflehen. Sie haben nicht gewonnen! Niemals! Nein! Sergeant? Sergeant, was ist los? Scheiße! Seth! Verdammt! Scheiße! Helgas Schiffe! Hatte die erste digitale Wir sind am Arsch! Oh Mann! Ich glaub's nicht! Scheiße, wir müssen sofort hier raus! Schnell raus, schnell raus! Melden Sie es dem Offizier! Na los, Leute! Los, los, los!
So, da bin ich wieder. Ich muss mir hier auch so ein Mikro wieder machen. So, naja, das ist auf jeden Fall ordentlich Stoff für den dritten Teil, oder? Denke schon. Ein krasses Movie-Lag-Auto haben wir auch noch. Da haben wir das letzte noch ganz eigenes Kapitel mit dem Kampf und so. Ich dachte, das ist also gleichzeitig, wenn man das eine Kapitel beendet, das hat man auch gleich die Story beendet und dann geht man gleich da drauf hin. Aber das war wohl irgendwie jetzt noch. Dachte ich eigentlich, wir wären gestern schon gut fertig. Aber dann haben wir jetzt noch eine halbe Stunde gebraucht. Nein, fast 45 Minuten. Okay, naja, auf jeden Fall war's das. So, wie euch vielleicht erinnert, ich habe es irgendwann erwähnt, dass ich den dritten Teil ja gar nicht habe, genauso wie bei Resistance, dass ich doch nur die ersten zwei Teile hatte. Aber ich habe mir jetzt ganz günstig die anderen beiden Teile zugelegt, die sind aber noch nicht ganz da. Aber heute ist ja der letzte Tag, wo ich streame diese Woche, also ist das kein Problem. Ich hoffe, das ist nächste Woche dann schon da. Dann machen wir natürlich sofort den dritten Teil von Killzone mal fertig. Bevor wir dann aber zu Shadowfall übergehen, würde ich sagen, dass wir da noch, dass ich da noch Resistance 3 mache vorher. Ja, also von der Grafik her und so ist natürlich das Spiel hier das bessere, logischerweise. Aber es sind einige Stellen mehr, die ziemlich nervig sind. Mit unendlichen Gegnern und so. Zum Beispiel, zumindest das muss so vorkommen. Na gut. Also ich war auf jeden Fall mehr angepisst in diesem Teil als im ersten. Aber das macht ja nichts, oder? Mal schauen, wie der dritte weitergeht. Und ob wir überspringen können. Natürlich, da kommen wir dann hier hin und das war's. Gut. So, Statistik. Ja, schauen wir mal ganz kurz. 5 Stunden, 40 Minuten. Das geht eigentlich sehr relativ wenig. So, sonst was mal dann. 4 Symbole gab es da und 2 Geheimakten. Ja, die werde ich mal dann irgendwann holen. Nächstes Tor 7, ja geil. Ja, da muss man halt überall ein Duel holen, damit man das eine Trophäe dann bekommt. Alle Gebiete zu schaffen, ohne zu sterben. Ja. Ah ja, ich kann mich nicht mehr aus, aber das kann man dann auch leicht machen. So, dann kein Problem. Passt. Dann war es auf jeden Fall mit dem Ding hier. Ich drehe hier mal ab.